Hallo bei Vistanus Tarot Orakel. Hier sind alle Sternzeichen vertreten. Wenn du in einem Video nicht direkt dein Sternzeichen findest, dann schau dich bitte um. Es gibt Videos für jedes Sternzeichen, damit auch du deine persönliche Tarotlegung findest. Bis gleich! Hallo, liebes Wasserzeichen. Wenn du ein Fisch, Krebs oder Skorpion bist, dann ist diese Legung für dich. Was erwartet dich im Februar 2023? Such dir bitte einen Kartenstapel aus. Stapel Nummer 1 mit dem Aventurin, Stapel Nummer 2 mit dem Karneol, Stapel Nummer 3 mit dem Amethyst. Hinter diesen Stapeln verbirgt sich deine persönliche Botschaft für den Februar, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen du in diesem Monat bekommst. Hast du dich für einen Stapel entschieden? Stapel Nummer 1 mit dem Aventurin. Was will der Aventurin dir sagen? Die 10 der Schwerter, der König der Schwerter, die Hohe Priesterin und als Aktionskarte die 8 der Stäbe. Die 10 der Schwerter steht für eine verletzende Situation, die an ihr Ende gekommen ist. Etwas ist in deinem Privatleben oder im Beruf wirklich verrannt oder an die Wand gefahren. Es gibt da einen Konflikt, der sich nicht mehr lösen lässt, beziehungsweise der sein Endstadium jetzt erreicht hat. Es war sehr verletzend. Die Schwerter stehen für verletzende Worte, für verbale Gewalt und für Auseinandersetzungen, die dir auch wirklich an die Substanz gehen. Du möchtest nicht mehr, du bist erschöpft. Und der König der Schwerter, das steht nun für den Intellekt, den du einsetzen solltest, um diese Situation für dich erträglich zu machen. Der König der Schwerter kann aber auch eine Person sein, nämlich ein Mann aus einem Luftzeichen. Ein Zwilling, ein Wassermann oder ein Waagemann. Und um diesen Mann kann es gehen im Zusammenhang mit dieser Situation. Oder aber, wenn er nicht dein Feind ist, sondern dein Freund, dann zeigt er dir, wie du mit der Weisheit des Intellekts auch verfahrene Situationen aufräumen kannst. Die Hohe Priesterin ist eine Trumpfkarte im Tarot und sagt dir, dass du auch deine Intuition nutzen solltest, um zu verstehen, wem du vertrauen kannst und welche Situationen für dich positiv und förderlich sind. Gemeinsam mit der Intuition und dem Schwert des Intellekts wirst du solche verletzenden und vernichtenden Situationen nicht mehr erleben. Und die Aktionskarte, die 8 der Stäbe, sagt dir, dass du auch die Willenskraft finden solltest und die Motivation und die Energie, um herauszukommen aus Gegebenheiten, die für dich wirklich keine Zukunft versprechen. Du hast dich für Stapel Nummer 2 entschieden, der Karneol. Was will der Karneol dir sagen? Die Mäßigkeit, die 9 der Kelche, die Gerechtigkeit. Und als Aktionskarte der Bube der Schwerter. Die Mäßigkeit ist eine Trumpfkarte im Tarot. Sie spricht dafür, dass sich momentan in deinem Leben alles fügt. Vieles kommt jetzt zusammen. Vielleicht erntest du jetzt auch die Früchte deiner vorangegangenen Bemühungen. Die Mäßigkeit steht auch dafür, dass du im Moment so richtig im Einklang bist mit dir und deiner Umwelt, vielleicht sogar im Einklang mit dem Kosmos. Wenn du es noch nicht ganz erreicht hast, dann wirst du im Februar dazu finden. Du kommst innerlich zur Ruhe und eine große Rolle spielen dabei deine Emotionen. Die sind für dich als Wasserzeichen sowieso immer sehr wichtig. Aber die 9 der Kelche spricht auch davon, dass du jetzt wirklich geliebt bist und lieben kannst, dass du also wirklich dein Herz öffnest. Und das trägt auch dazu bei, dass du so richtig mit dir im Frieden und im Einklang bist. Die Gerechtigkeit ist ebenfalls eine Trumpfkarte im Tarot, wie die Mäßigkeit, und sie zeigt an, dass eine Situation im Außen jetzt auch ins Gleichgewicht kommt. Vielleicht wirklich ein Gerichtsprozess und dann kannst du feiern mit deinen Freunden. Oder aber es ist eine Situation, in der es um Gerechtigkeit nicht im legalen Sinne geht, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Faire Bedingungen. Der Bube der Schwerter als Aktionskarte sagt dir, dass du jetzt auch mit einem Geistesblitz, mit einem neuen Gedanken, mit einer neuen Idee schwanger gehst und dass dir das Inspiration gibt, wie du dein Leben noch weiter verbessern kannst. Du hast dich für Stapel Nummer 3 entschieden, der Amethyst. Was will der Amethyst dir sagen? Die 8 der Schwerter, das Gericht, die Sonne und die 5 der Münzen. Die 8 der Schwerter, die sprechen davon, dass es eine schwierige Situation gab, einen Konflikt, und du hast den schon fast aufgegeben oder vergessen, weil es so hoffnungslos war, und plötzlich kommt es wieder auf dich zu. Irgendeine alte Thematik, die belastend ist, wird jetzt wieder aufgerollt. Aber die Karte des Gerichts sagt dir auch, dass es jetzt fair wird. Jetzt geht es darum, dass abgerechnet wird, dass aber auch wirklich die Personen, die dich verletzt haben und die dich in die Enge gedrängt haben, jetzt ihre faire Konsequenz
Konsequenz erleben. Und die Karte die Sonne, eine große Trumpfkarte im Tarot, sagt dir, dass dein Leben jetzt wirklich in Ordnung kommen kann. Im Februar hast du die Chance, dass sich für dich vieles zum Positiven wendet. Die Aktionskarte 5 der Münzen sagt dir, dass du auf deine verborgenen Talente achten solltest. Du kannst so vieles, liebes Wasserzeichen, und du solltest dich nicht unterschätzen. Denn die Selbstunterschätzung, die du manchmal hast, die führt dazu, dass du dir zu wenig zutraust und eben die Sonne in deinem Leben so schnell nicht scheinen lässt.